Ja, danke Julia. Und was gibt es Schöneres zur vorgerückten Stunde, als hübschen jungen Menschen beim Tanzen zuzusehen? Und die können es besonders gut. Und Michael Hull hat es hier hochgeschafft zu mir. Und wir freuen uns auf die besonders schönen Choreografien, die wir jetzt in den Chören vorgestellt bekommen. Und das, meine Damen und Herren, sind die 6 Paare, die es in dieses Finale geschafft haben. Sie stellen sich jetzt bei uns und bei Ihnen tänzerisch vor. Viel Spaß, hier ist das Finale. Das sind die Wertungsrichter aus 9 verschiedenen Nationen. Aus den USA, Frankreich, Taiwan, Japan, Österreich, Russland, USA und last but not least, die Nummer 9 hat dann am Ende der deutsche Wertungsrichter. Und das ist der letzte Mann, der ins Bild kommt, dieser Mann hier, Klaus Gundlach aus Deutschland. In deren Hände liegt es und Michael, wir werden eine Wertung sehen, A- und B-Note. Das ist richtig, aber England hast du noch vergessen. Aber A- und B-Note ist richtig. Wir sehen natürlich einerseits die technische Form und natürlich auch später die künstlerische Form. Dazu gleich mehr. Jetzt zuerst zu Mikhail Nikolaev und Ksenia Kirjeva. Violinist und Muse heißt ihr Programm. Eine Muse ist eine Person, die einen anderen Menschen zu kreativen Leistungen anspornt oder inspiriert. Genau darum geht es hier. Sie ist die Muse, er ist der Geiger, der von ihr inspiriert werden soll. Ob das gelingt, sehen wir die nächsten 3,5 Minuten. Und Michael, vielleicht finden wir so heute Nacht auch die Muse. Mikhail Nikolaev und Ksenia Kirjeva aus Russland und Michael, unglaublich viel Energie und das am späten Abend und der Tag war lang für die Tänzer. Das stimmt, aber das wissen die Tänzer schon im Vorhinein. Und ich muss auch sagen, die beiden haben das Stück sehr, sehr gut vertanzt. Trotzdem war er in seinem Stück verliebt und sie versuchte natürlich die Aufmerksamkeit auf ihn zu ziehen. Und beide haben dieses Stück auch technisch sehr hochwertig dargestellt. Und man merkt in der Chür, sie lieben den langsamen Walzer. Deswegen haben sie das natürlich auch als Hauptthema in ihrer Chür gehabt. Tanzen seit 2008 zusammen, kommen eben aus Russland. 6 Jahre sind sie jetzt gemeinsam auf dem Parkett und auch privat ein Paar. Also alle Paare, die wir dann hier im Finale sehen, sind auch privat ein Paar. Das hilft sicherlich auch im täglichen Training miteinander zu sein, aber kann sicherlich auch hinderlich sein, wenn man mit dem Problem vom Training auch nach Hause geht. Ja, man muss abschalten können, aber trotzdem für einen Mann ist es wichtig, dass das Schwere am Tanzen ist, das Schöne des Tanzens so zu zeigen, dass das Schöne des Tanzens nicht schwer aussieht.
Und jetzt kommen wir auf die Wertung. Und das ist ähnlich wie im Eiskunstlaufen. A-Note für den technischen Wert, B-Note für die Choreografie, Komposition. Eigentlich sollte es 50-50 sein. Wird es auch so gehandhabt? 75-25. Die technische Wert ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Sonst könnten wir ja eigentlich einen Showdance machen, aber das machen wir nicht. Dann schauen wir uns die Wertung an, wenn sie vorliegt. Dann würden wir gerne die Wertung sehen für Mikhail Nikolajew und Ksenia Kirjeva. So, und wie es manchmal so im wahren Leben ist, da setzt die Technik aus, denn die elektronische Wertung hätten wir da eigentlich gesehen. Und jetzt wurden ganz schnell altbewährt die Täfelchen geholt, wie vor 50, 60, 70 Jahren als Kunstlaufen. Und jetzt wird schnell verteilt. Und dann kann es auch losgehen mit der Bewertung der A-Note und der B-Note. Und das noch vielleicht nachgereicht. Sollte es bei der Bewertung zu einem Gleichstand bei zwei Paaren kommen, dann, Michael, entscheidet die bessere A-Note, also der bessere technische Wert. Das ist wichtig. Auch kontinuierliches Versagen ist natürlich, hat auch seinen Reiz von Originalität. The judges, you are ready? Please see 8 marks, die A-Note. No. 5,3, 5,4, 5,2, 5,6, 5,7, 5,6, 5,8, 5,8. Also von 5,2 bis 5,8 ist bei der A-Note alles mit dabei gewesen. Also sehr unterschiedliche Meinungen zur technischen Note der beiden aus Moskau. Die B-Note. 5,9 kommt aus Russland. Ja, das ist dann klar. Und eine Streichnote gibt es nicht im Tanz. Doch, ein Skating-System. Also hier wird es natürlich auch zusammengerechnet. Ja, aber es wird nicht die beste und die schlechteste weggezogen. Nee. Das ist also die Bewertung für Mikhail Nikolajew und Ksenia Kirjeva. Auf Rang 3 kam das Paar aus den USA. Die Comedy-Interpretation aus den USA auf 4, dahinter Großbritannien und Russland. Und jetzt steht